Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's weiter bei Need for Speed und zwar ist heute Tag der Tage. Das heißt, wir stellen uns, heute ist das letzte Rennen, der Grand. Hier sehen wir es gerade rechts und zwar das Startgeld habe ich und Wagenstufe passt auch. Deswegen holen wir uns heute unser Auto zurück, wo am Anfang geklaut wurde. Und deswegen würde ich sagen, los geht's. Hey, ich hab's nicht so mit großen Reden. Aber wenn du dieses Verlangen nach... wie war denn das gleich? Irgendwas Englisches mit... Hier, Need. Oh Mist, ich vergesse das immer. Right, Dad. Ich hab das im Griff. Keine Sorge. Hab auch das Babypuder benutzt. Ich glaub an dich. Du packst das. Danke, Ryder. Oh, es war Speed. Need for Speed. So, wir sind jetzt sogar schon gleich da. Das müsste da vorne links sein. Jawohl, der ist da vorne links. Und dann schauen wir mal. Wir werden, denke ich mal, hier mit dem Lamborghini antreten. Hey. Sieht so aus, als hätte mich Alex schon ersetzt. War ich auch so peinlich? Ja, wenn nicht sogar noch mehr. Die würden alles tun, um uns aufzuhalten. Und wenn sie damit Erfolg haben? Na, ich weiß nicht. Dann versammeln wir ein Team, retten die Welt, fahren heim, machen ein Bierchen auf, reden über Familie, grillen zusammen. Und dann machen wir alles wieder von vorn. So 8-9 Mal. Wir zeigen denen, wie man sowas in Lake regelt. Hey, warte mal kurz. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Wie du gesagt hast, ich hatte 2 Jahre und hab's irgendwie nicht gebacken bekommen. Yes, hör zu. Ich werde mir das Auto trotzdem holen. Glaub bloß nicht, dass dir deine Tränen jetzt weiterhelfen. Ach, komm mir nicht so. Vielleicht fokussierst du dich mal lieber aufs Rennen, anstatt auf deine großen Sprüche. Okay, Ruhe jetzt. Ruhe, Ruhe. Jetzt geht's los. Woo! Den Startpunkt habt ihr jetzt auf euren Smartphones. Und ich will ehrlich sein. Die Cops wissen, dass heute was abgeht. Die werden auf der Lauer sein. Aber das hält euch nicht auf, oder? Hey, es ist soweit. Der Lake Shore Grand kann beginnen. Woo! Peinlich. Weißt du was? Hauptsache, da steht einer von uns. So, Dele. Event, natürlich. Okay, der Grand besteht aus 4 Events. Das ist hier einmal Touristenfall, Headspin, die Hetze und Sky. Sky is the limit. Perfekt. Also dann würde ich sagen, machen wir schon mal das erste. Beim ersten kann ich bloß mit dem Honda antreten. Okay, ich habe jetzt erst gedacht, man kann mit dem Lamborghini antreten. Aber das erste ist nur mit dem Honda. So, jetzt haben wir es hier auch nochmal. In dem ersten Rennen ist es einfach wichtig, unter den ersten 6 Plätze zu sein. Ich denke, das kriegen wir eigentlich relativ gut hin. Das sollte eigentlich sehr machbar sein. Trotz, dass wir den Honda Civic haben, sollte es klappen. So, zweites Rennen, Platz 4. Drittes Rennen, Platz 3. Beim letzten Rennen ist ja ganz klar, da musst du dann auf dem ersten Platz sein, dass du das Ganze gewinnst. Und dass du dann auch den Wagen bekommst, beziehungsweise das Preisgeld.
Also, dann fangen wir jetzt mal mit dem ersten Rennen an. So, 3, 2, 1 und let's go. So, wir müssen jetzt in dem Rennen unter den besten 6 sein. Sollte eigentlich passen. Ah, stimmt, das war ja das, wo du nicht durchfahren konntest. Was machst du? Okay. Ich habe gedacht, man kann durch den Pfeiler durchfahren, sodass es den halt umstürzt. Aber das hatte ich schon öfters. Das geht bei dem jetzt nicht. Aber mein Gott, ich denke schon noch, dass ich das Ganze aufhole. So, jetzt bin ich nämlich auch wieder 6. Platz. Und 6. Platz ist ja eigentlich das, was ich bloß haben muss. Klar probiere ich immer das Beste. Wenn ich jetzt hier 1. Platz werde, finde ich es auch gut. Das ist eigentlich so mein Ziel. Aber es ist halt jetzt nicht so schlimm, wenn du jetzt 2. oder 3. Platz bist. Du hast dann halt noch nicht vom Anfang an so den Druck, dass du sagen musst, okay, du musst 1. werden. Sicher, dass das Ding hält? Du hast nicht dran geschraubt, also. Ja. Aber bis jetzt eigentlich schon ein guter Anfang, letzte Runde. 50% haben wir jetzt schon. 3. Platz. Ich muss jetzt mal aufpassen. Perfekt. Hier, deswegen, guck, jetzt überholt er mich. Ich brauche jetzt nicht schwitzen und sagen, wow, okay, jetzt muss ich weiter vorne sein. 4. Platz reicht eigentlich auch schon. Dachte, dein Wagen liegt mittlerweile ausgebrannt auf der Straßenseite. Nein, aber ich bin Feuer und Flamme, wenn du das meinst. So sollte man es trotzdem nicht machen. Auch wenn man so den Puffer hat. Jetzt bin ich eben schon wieder 6. Platz. Es reicht noch, aber jetzt muss man halt jetzt wirklich aufpassen. Und die Polizei darf uns halt auch nicht blöd in die Karten spielen. Hast du gar nichts zu meinen Chancen zu sagen? Aber das ist trotzdem machbar. Kann ich dich später ignorieren? 15%. Ja, das kriegen wir hin. Wenn jetzt nichts Schlimmes noch irgendwie ist, dann bekommen wir das gut hin. Dann wurde vom Auto mitgenommen. Perfekt. Ah, jetzt habe ich selber verkackt, sonst wäre ich 1. Platz gewesen. Aber so bin ich halt 2. Platz. Das reicht auch. So, perfekt. Jetzt müssen wir ein Auto aussuchen fürs nächste. Okay. Alfa Romeo oder der Lamborghini Urus. Ja, der Alfa Romeo ist noch ein bisschen besser. Ja, dann nehme ich den Alfa Romeo. Mal gucken, wie der sich fährt. Unter den 4 muss ich jetzt in dem Rennen sein. Bekommen wir hin. Drei, zwei, eins und los. Wir starten sogar auf dem 2. Platz. Gar nicht schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt mit dem Alfa Romeo. Bin ich noch nie gefahren. Aber bin ich jetzt mal gespannt, wie sich der fährt. Aber bis jetzt fühlt er sich eigentlich echt gut an. Und hier ist jetzt wichtig, bei dem Rennen unter den besten 4 zu sein. Aktuell 3. Platz, das passt soweit. Erste Runde geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das Zeug hast. Hoffst du drauf, dass ich einen Unfall baue? Nein, ich möchte einfach schneller sein als du. Aber man weiß ja nie, es kann ja alles passieren. Fühlt sich so gut an, wegzuschlagen. So, Dele. Bin jetzt eigentlich bei den anderen sehr gut hinter dran. Muss ich sagen, nach hinten sieht man links oben in der Tabelle, habe ich sehr viel Platz nach hinten. Ach ja? Und wie machst du das? Rückwärts fahren? Das war nicht absichtlich, aber gut. Bloß hier tue ich dann immer wegen Kurve schneide, sage ich jetzt mal, wenn du die Möglichkeit hast, sodass du halt den Checkpoint trotzdem noch bekommst. Und dann ist das eigentlich gar kein Problem. Das ist jetzt wieder, yes. Wollte nur checken, ob du noch im Rennen bist. Fährst du mit verbundenen Augen? Würde einige Dinge erklären. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Bloß auf die Polizei geachtet. Ah, oh, das Auto blöd, muss ja auch noch stehen.
Ist jetzt, wie gesagt, nicht schlimm, aber der erste Platz wäre schon geil gewesen. Weil ich hatte nämlich die Chance und konnte leider, oder hab sie leider nicht genutzt. Machst du dir langsam Sorgen, dass ich den Wagen gewinne? Aber kein Problem. Du solltest dich konzentrieren, damit du keinen Unfall baust. Oh, ich bin konzentriert. Und zwar auf den Sieg. Das kannst du besser. Ah, das war jetzt zu viel. Nein. Keine Sorge, ich krieg dich noch. Oh, das war jetzt ein Riesenfehler. Jetzt muss ich gucken, dass ich schnell wieder in die Pötte komme. Der erste Platz wird es jetzt nicht mehr. Aber gucke, dass es trotzdem noch mit den Top 4 passt. Ah, Polizei weg. Das wäre es vorbei gewesen. Nein. Boah, zum Glück so kurz vorm Ziel. So, hier müssen wir jetzt schon das Auto auswählen fürs nächste Rennen. Höchstgeschwindigkeit ist zwar der Ford besser, aber der Nissan ist bei der Beschleunigung besser. Und die Beschleunigung ist halt auch im Endeffekt trotzdem sehr, sehr wichtig. Deswegen nehme ich in dem Fall jetzt den Nissan als nächstes. Dann sehen wir hier, wir haben es geschafft als dritter Platz, gerade nur so, es war sehr, sehr knapp. Das hat man ja deutlich gesehen, bloß weg dem blöden Unfall noch. Aber wir haben es geschafft. So, jetzt ist das dritte Rennen und da müssen wir unter den besten drei sein. Also ich denke, dass wir das auch relativ hinbekommen. Und danach ist schon die Entscheidung, das letzte Rennen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Eins und los. So, ich starte als dritter Platz. Und ich muss auch unter den ersten drei sein. Das muss uns bewusst sein. Es sind vier Autos und ich muss unter den besten drei sein. Aber, würde ich auch sagen, würden wir wahrscheinlich auch jetzt wieder hinbekommen. Im besten Fall, wenn wir jetzt keinen großen Unfall mehr bauen oder so. Aber das sollten wir normalerweise hinbekommen. Du bist auf einmal so still. Ich achte auf die Straße. Solltest du auch mal probieren. Jawohl, Polizei rammt sie schon selber weg. Ich bin kurz davor, meinen Wagen zurückzugewinnen. Habe ich recht? Wie wäre es, wenn du einmal nicht Scheiße laberst? So ein blöder Idiot. Der hat mich jetzt richtig nach hinten gehauen. Ist kein Problem. Dritter Platz dürfen wir sein. Aber wie gesagt, je weiter vorne man ist, je besser ist es. Aber gut. Ist die Lackierung von Tieren? Sowas weiß man nie. Warum? Du weißt ja, wie es heißt. Kleider machen Leute. Wusste nicht, dass du mal Clown werden willst. Interceptor leistet Unterstützung, Zentrale. So. Relativ gut. Nach hinten kriege ich auch einen guten Abstand. Nach vorne ist er halt sehr, sehr arg. Du hast nicht genug PS. Aber das der von hinten kommt auch jetzt wieder. Ich muss den Wagen gründlich reinigen, bevor ich ihn abhole. Ich hasse den Gestank von Versager. Du denkst wirklich, dass du gewinnst, oder? Oh, das denke ich nicht nur, yes. Du hast recht, du denkst gar nicht. Und hier ist ein bisschen viel Polizei. Aber das kriegen wir hin, 70%. Wenn ich jetzt so 30% schön aushalte mit dem dritten Platz, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass du noch hier bist. Was ist los? Bist du meinem Talent nicht gewachsen? Wenn das Talent gewesen sein soll, dann bin ich die Göttin der Straßenrennen. Oh, ich bin deiner ersten zweiter Platz schon mal sehr, sehr gut näher gekommen, muss man echt sagen. Nach hinten sehr viel Platz aufgeholt. Also ich bin echt zufrieden. Jawohl. 7% nur. Ich denke, das kriegen wir hin. Jawohl, da vorne ist Ziellinie. Dritter Platz reicht. So, der dritte Platz habe ich erreicht. Deswegen darf ich noch antreten im letzten Rennen. Da brauchen wir jetzt keinen Wagen auswählen, weil da wird wahrscheinlich ja, hier steht es ja sogar, der Huracan genommen, also Lamborghini. Und dann bin ich jetzt echt mal gespannt, was das wird. Weil ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Aber schauen wir uns jetzt mal an.
So, wir stehen jetzt hier. Eins und los. Wir sind jetzt zu dritt. Und wie gesagt, wir müssen jetzt auf den ersten Platz. Mit dem ersten Platz müssen wir gewinnen. Wenn wir das jetzt noch gewinnen, das war sehr knapp. Aber wenn wir das jetzt noch gewinnen, dann haben wir das den kompletten Grand gewonnen, das Auto gewonnen, das Preisgeld. Dann ist eigentlich, ja, so aber nicht. Vielen Dank an die Polizei, mir das wieder zunichte zu machen. Es wäre so einfach gewesen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das noch aufholen kann und schaffe. Behältst du die Nerven? Ich behalte seit 2 Jahren die Nerven. Das ist ungesund, weißt du? Weil ich... Ja, ich wollte gerade sagen, ich tue schon wieder ganz gut Zeit aufholen, aber ich glaube, das wird jetzt eher nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch einmal neu starten kann, weil sonst bin ich wirklich aufgeschmissen. Aber das war die Polizei. Ah, ich komme nochmal sehr nah an die andere dran. Ich glaube, die fahren da vorne sogar. Aber das war am Anfang die blöde Polizei, wo mich dann komplett weggerammt hat. Wäre das nicht gewesen, wäre ich sehr gut an denen dran gewesen. Wir sind jetzt dabei. Genieße die Zeit in dem Wagen, solange du noch kannst, Jess. Lange hast du nicht mehr. Oh, du hast recht. Er sollte wirklich in ein Museum. Aber gut, ich würde sagen, das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Jetzt sind wir schon mal auf dem zweiten Platz. Immer noch nicht der erste, aber schon mal einen Platz weiter vorne. Ja, bis, ne? Ich will jetzt noch nichts sagen, das kriege ich hin oder das kriege ich nicht hin. Das ist eigentlich alles noch offen. Wir haben erst 60%. Dann halte ich die Schlüssel in der Hand. Und jetzt hat Polizei auch größere und stärkere Fahrzeuge, die dich sehr, sehr gut wegrammen können. Sogar besser noch das als am Anfang. Ja, Polizei will uns stoppen, aber das ist gar nicht so geil. Oh, der hat sogar gezählt. Ich habe jetzt schon gedacht, der hat nicht gezählt, aber perfekt. Oh, das wird sehr, sehr knapp. 20% noch. Das letzte Stück. Ich kann die Ziellinie fast sehen. Die Ziellinie, sicher? Natürlich. Ich fahre nämlich gleich über sie drüber. Ja, aber nur 15%. Der andere ist sehr, sehr weit vorne. Keine Sorge, ich krieg dich noch. Der ist sehr, sehr weit vorne. Wenn ich den jetzt irgendwie noch einholen könnte, das wäre super. Ich nehme jetzt die Chance, dann kriege ich nämlich nochmal Nitro. Nehme ich das noch? Habe ich sehen. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Schade. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich nochmal neu starten kann. Okay, ich kann 4-mal noch neu starten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann probieren wir es. Also, zweiter Versuch. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück, dass uns Polizei nicht gleich komplett wegrammt. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Aber jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich meine, ich kann danach noch 3-mal neu starten. Boah, das war auch sehr knapp. Aber sie ist zum Glück vor mir durchgegangen. Sonst hätte ich sie wieder komplett erwischt. Jetzt kommst du drauf an. Behältst du die Nerven? Aber solange es so klappt, kriegen wir das hin. Das ist ungesund, weißt du? Das kriegen wir dann hin. Fast so gut wie ich? Sind zwar beide auch wieder vorne, aber trotzdem hier. Du sitzt noch nicht so weit weg. Deswegen, ich meine, klar, ein bisschen kämpfen musst du. Das ist ganz logisch. Sowieso, weil es so grand ist. Aber schwierig. Lange hast du nicht mehr. Oh, du hast recht. Er sollte wirklich in ein Museum. Wenn du mein Geld willst, musst du dich schon mehr anstrengen.
50%, bin zweiter Platz. Der erste Platz ist sehr nah bei mir. Bloß ich glaube, dass da wieder irgendwie ein Fehler passiert, so dass ich dann nochmal neu starten muss. Ja, ich sag schon. Aber er ist noch da. Aber genau, dass irgendwie jetzt so ein blöder noch Zufall noch kommt. Dann halte ich die Schlüssel in der Hand. Was auch immer. Dann ist nämlich schon wieder Kacke. Nettes Comeback. Darf bloß ihn nicht zu weit nach vorne weglassen. Ich muss jetzt echt gucken, dass ich da dran bleibe. Aber so, das war zu arg gedriftet. Jess ist zu weit weg. Also da brauche ich keine Angst haben von hinten. Aber vorne, ich muss halt erster Platz werden. Wir haben bloß noch 25%. Das ist da runter auch sehr risikoreich. Das letzte Stück. Ich kann die Ziellinie fast sehen. Die Ziellinie, sicher? Natürlich. Ich fahre nämlich gleich über sie drüber. Ja, aber ich schaff's eh nicht. Ich krieg ihn jetzt schon wieder nicht mehr. Der düst mir nämlich jetzt schon wieder davon. Ah, die Kohle vielleicht hier. Aber nee, auch nicht. Dadurch, dass es jetzt noch bloß geradeaus geht, hier, muss er jetzt irgendwie noch einen Unfall bauen und sonst habe ich verkackt. Sonst muss ich komplett nochmal neu anfangen. Also halt mit dem letzten Rennen hier. Ja, das wird nix. Also neuer Versuch. In dem Fall. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja immer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das diesmal auch so ist. Und wie weit mich das jetzt weiterbringt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Sag so. Ist hier weg die Polizei aufpassen. Die kommt gar nicht. Okay. Auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Geht's trotzdem jetzt weiter. Da ist Polizei. Ich behalte seit zwei Jahren die Nerven. Das ist ungesund, weißt du? So, jetzt kennt man auch langsam die Strecke, wie die Streckeführung ist. Dann kann man sich da auch schon mal besser einstellen. Jetzt will ich übel. Ich bin halt besser. Das muss man bloß. Ah, geh doch weg. Okay, den habe ich gedreht. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Das ist nämlich irgendwo auch unfair, finde ich. Aber wenn er in mich da so blöd reinfährt, blöde Polizei, die ist so aggressiv, anstatt uns einfach kurz das Rennen fährt, ja okay, jetzt fahr ich auch noch vorbei, anstatt uns einfach das Rennen fertig kurz zum Macher zu lassen, und dann ist alles gut. Aber, nein. Oh, du hast recht, er sollte wirklich in ein Museum. Aber das bekommen wir trotzdem hin, würde ich sagen. Ich weiß bloß nicht, ob diesmal oder ob ich dann nochmal einen Versuch brauche. Da habe ich glaube bloß noch einen Versuch. Also der nächste Versuch muss 100% passen. Also, ja. Je früher ich schaffe, je besser ist es. Aber so auch nicht, wenn die ganze Zeit Polizei kommt. Und so blöd rumfährt. Nicht mehr lange, dann halte ich die Schlüssel in der Hand. Was auch immer. Ich höre dir nicht zu. Nettes Comeback. Aber nach vorne hat er schon wieder viel zu viel. Die sind echt tough. Viel zu viel Vorsprung. Nach hinten ist es sehr, sehr gut. Bloß nach vorne ist es mir arg zu viel. Jetzt Checkpoint verpasst. Ja gut, jetzt kannst du eh vergessen. Das kann ich jetzt eh vergessen. Jetzt haben wir bloß noch die 25%. Und am Schluss geht eigentlich relativ wenig. Das letzte Stück. Ich kann die Ziellinie fast sehen. Die Ziellinie, sicher? Natürlich. Ich fahre nämlich gleich über sie drüber. Ja, das wird nichts. Ja, Sushi wollte sogar noch unfair sein, aber nein, starten wir neu. Und so wie ich es jetzt gerade gesehen habe, kann ich noch zweimal neu starten.
Ich würde es ja jetzt auch schaffen, also ich kann jetzt nochmal fahren und dann noch einmal neu starten. Das heißt, ich hätte danach noch eine Chance, aber am besten schaffe ich das jetzt. Das wäre auf jeden Fall perfekt. Aber wer weiß. Jetzt müssen wir da echt mal wegen was schaffen. So, hier soll die Polizei wegbleiben. Oh, der muss ja gleich wieder kommen. Der letzte Versuch war es gar nichts. Und jetzt kriege ich sie wieder. So unnötig. Jawohl, der auch unnötig. Jetzt kommst du drauf an. Behältst du die Nerven? Ich behalte seit 2 Jahren die Nerven. Das ist ungesund. Meine Nerven brennen bald durch, wenn es so weitergeht. Wenn das so weitergeht, brennen meine Nerven bald durch. Ich liebe es zu gewinnen. Ich zieh das jetzt durch. Weil das ist echt. Also jetzt hier das die erste 3 Rennen. Genau, dieses Ding besteht ja aus 4 Rennen. Die ersten 3 Rennen waren eigentlich echt easy. Klar, man hätte den ein oder anderen Fehler vermeiden können. Dann hätte man es sogar vielleicht bei allen als erster Platz geschafft. Aber ich habe immer das geschafft, was ich schaffen musste. Lange hast du nicht mehr. Oh, du hast recht. Er sollte wirklich in ein Museum. Nur hier, das letzte Rennen, das hat es wegen in sich. Das ist schon ein wenig knifflig. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt wirklich noch hinbekomme. Weil wenn es dann scheitert, dann muss ich nochmal die ganze Grand machen. Das heißt, alle Rennen nochmal durchmachen. Das wäre gar nicht so gut. Nach hinten habe ich sehr viel Platz. Bloß nach vorne wieder, das ist wieder nicht so gut. Was auch immer. Ich höre dir nicht zu. Nettes Comeback. Das ist nicht gut. Ich meine, so als Abschlussrenner von dem ganzen Spiel ist es halt auch nicht schlecht, wenn es noch ein wenig echt schwierig wird mit viel Polizei und so. Aber das ist schon arg heftig. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch wegen was gebracht hätte, wenn man jetzt noch den Lamborghini noch mehr getuned hätte. Ich kann die Ziellinie fast sehen. Weil ich habe da jetzt bloß Superteile drin und nicht Elite-Teile. Also vielleicht mit Elite-Teile wäre nochmal wegen besser gewesen. Oh, jetzt bin ich aber sehr gut nah dran bei ihm. Ja, aber der düst mir jetzt schon wieder davon. Jetzt nehme ich auch die Rampe nicht, aber es bringt mir halt nichts. Er düst einfach trotzdem weg. Er muss nochmal neu starten. Der letzte Versuch muss ich nehmen. Da muss irgendwas werden, der letzte Versuch. Starte ich gleich nochmal neu. Drei, zwei, eins, los. So, und jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren. Das ist der letzte Versuch, wo ich habe. Das heißt, sonst muss ich es nochmal komplett neu machen. Jetzt muss ich echt kurz mal wirklich mit voller Konzentration das machen. So, hier die Polizei. Zack, die schon mal weg. War zwar sehr, sehr knapp, aber das kriegen wir trotzdem hin. Schon mal sehr, sehr gut. Jetzt kommst du drauf an. Behältst du die Nerven? Ja. Ich behalte seit 2 Jahren. Okay, der erste Gegner hat schon mal einen Unfall. Ist schon mal sehr, sehr gut. Sie ist nämlich jetzt mit Jess sehr viel Vorsprung. Ich bin hinter dir. Bloß der erste Platz. Wenn der jetzt auch noch irgendwie einen Unfall baut, dann hätte ich das easy geschafft sogar. Auch wenn es der letzte Versuch ist. Aber 1200 nach hinten, das ist schon mal sehr, sehr gut. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Hier ist der erste Platz. Jawohl, ade, tschüss. Die Zeit in dem Wagen, so, und jetzt muss ich Gas geben. Jetzt muss ich weit lange weg. Hast du nicht mehr. Oh, du hast recht. Er sollte wirklich in ein Museum. Weil jetzt sieht es nämlich sehr, sehr gut aus. Das hat nämlich vorher gefehlt, dass die einen Unfall macht. Jetzt muss ich echt. Sag ich bloß keinen Unfall baue, sodass der Vorsprung nach hinten bleibt. Bei 1600 und 500 ist sehr, sehr gut.
wirklich sehr, 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 sehr gut. Niemand kommt so leicht an mein Geld. Deswegen sollten wir das so beibehalten. Nicht mehr lange, dann halte ich die Schlüssel in der Hand. Was auch immer. Ich höre dir nicht zu. Ja, das kriegen wir hin. Easy. Unser Fahrzeug ist in Zentrale. Wir sind raus. Easy. Hätte so schon laufen können beim ersten Versuch, hätten wir das gar nicht so oft machen müssen. Aber das war jetzt halt echt geil, dass die wenigstens einen Unfall bauen. Das gefällt mir jetzt echt schon. Zack, hier schön. Zack, runter. Ja, 800 nach hinten. Das letzte Stück. Ich kann die Ziellinie gar kein sehen. Problem. Die Ziellinie, sicher? Natürlich. Ich fahre nämlich gleich über sie drüber. Ja, diesmal fahre ich wirklich gleich drüber. Und zwar mit dem ersten Platz. 800 nach hinten. Was wollt ihr mir erzählen? Easy peasy. Gar kein Problem. 1000 nach hinten, ja. So, jetzt nehme ich die Rampe noch mit. Zack. Jawohl, 92% erster Platz. So läuft diese Sache. Lang genug darum gekämpft, aber trotzdem gewonnen. Perfekt. Geschafft! Wuhu! Jeder liebt die Underdogs! Ach ja? Was ist mit Alec? Pleite ist der Mann. Wegen dir. Ich check's nicht. Wieso macht dich das happy? Oh, hast du wirklich gedacht, ich arbeite für Alec? Wie oft muss ich dir das noch sagen, Speedy? Man setzt niemals nur auf ein Pferd. Wenn ich gewinne, gewinne ich. Wenn ich verliere, gewinne ich auch. Ha! Merk dir das, Jasmine. Loyalität wird überbewertet. Nein. Sehe ich anders. Hey, Bro. Nimmst du mich mit? Hey. Hast du dir verdient? Sei nur vorsichtig. Sie hat mehr Power als noch beim letzten Mal. Noch mehr, ja? Rydell würde sicher gern sehen, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Meinst du echt? Ja, und irgendjemand muss mein Auto in die Werkstatt fahren. Versuch mitzuhalten. Du hattest echt recht. Das Ding ist schärfer als eine Chilischote. Sag ich doch. Was ich mit dem Wagen alles hätte tun können. Zum Beispiel einen Unfall bauen? Wer hat nochmal das Rennen gewonnen? Du hast ein paar Mal die Nerven verloren. Nur du hast heute was verloren. Autsch, das tut weh. Zu früh? Bleib einfach locker, okay? Ich habe 2 Jahre lang gewartet. Locker kannst du dir klemmen. Wie du willst. Aber ich hab dich gewarnt, okay? Du hast echt viel Arbeit reingesteckt über die Jahre. Tag und Nacht. Man sieht's. Kaum zu glauben, dass du selbst in dem Wagen nicht gewonnen hast. Du wirst mir das ewig vorhalten, oder? Natürlich. Die Stadt ist voller Erinnerungen. Und jetzt ist es unsere Stadt. Wir sind richtige Lakeshore-Legenden geworden. Wir haben immer noch viel zu tun. Und es wird nur noch schwerer. Alle an der Spitze wollen dich umstürzen. Das kannst du mir glauben. Das können sie ruhig versuchen, solange ich diesen Wagen fahre. Rydell wird beim Anblick durchdrehen. Wird er damit klarkommen, wenn ich aufkreuze? Wieso denn? Weil er stur ist. Schon mal in den Spiegel gesehen? Ich bin nicht stur. Ach ja?
Weißt du noch, als du dir das Jumbo-Chili-Sandwich mit den ganzen Extras bei Deerings bestellt hast? Und? Er meinte, das kriegst du niemals alles runter, Mädel. Okay. Du hast dir immer mehr reingestopft. Bis ich Rydell vollgekotzt habe. Und dann sagte er, bestell nächstes Mal einen Salat, der wäscht leichter raus. Er fehlt mir. Er vermisst dich auch, Jess. Mal sehen. Du hast einen Fehler gemacht. Und wenn schon. Wo wir bei Fehlern sind. Ja. Was ist mit Miss? Fahren wir für die Papiere? Willst du den Moment ruinieren? Machst du dich heute etwa nur über mich lustig? Es gibt nicht viel zu sagen. Ohne sie hätte ich das Grand verloren. Du hast mich also ersetzt. Tess kann dich nicht ersetzen. Sie kannte nicht mal den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einem Drehmomentschlüssel. Das glaube ich dir sofort. Sie kennt allerdings den Unterschied zwischen Süßkartoffeln und Jamswurzeln. Da gibt's einen Unterschied? Du hast keine Idee, was sie vorhatte? Ich hatte so meine Zweifel. Aber mir ging es vor allem darum, dich zu schlagen. Das habe ich wohl verdient. Aber Leute wie Pinks denken immer nur an sich selbst. Kann sein. Aber jeder verdient eine zweite Chance. Eine Gelegenheit, sich zu ändern. Okay, okay. Ich verstehe die Ironie. Ich kann's kaum erwarten, die Werkstatt zu sehen. Musste gerade dran denken, wie Rydell mich immer rief, wenn er Rory nicht finden konnte. Witzig. Hab gehört, wie er letzte Woche mit Rory gesprochen hat. Was hat er gesagt? Wieso finde ich dich mittlerweile immer da, wo ich dich hingelegt habe? Ich hab ihm gesagt, dass du Rory immer versteckt hast, um ihn zu ärgern. Weißt du, vielleicht soll ich umdrehen. Yes. Wehe, du verschwindest mit noch einem meiner Wagen. Kann dir nichts versprechen. Weißt du noch, wie alles anfing? Ja, natürlich. Nur ein paar Spinner, die nichts zu verlieren hatten. Wir dachten, wir könnten einfach sofort alles gewinnen. Du dachtest, wir können das. Ich war da ziemlich realistisch. Mag sein. Aber ich kann das mit der Brücke immer noch nicht glauben. Das hätte unser Ende sein können. Aber der Nervenkitzel, der war schon was. Dafür leben wir. Wir haben Benzin im Blut. Genau das meine ich. Aber ja, das ist gerade erst der Anfang. So ist es. Außerdem fehlt in der Werkstatt einfach etwas. Was? Die Jasmine-Magie. So, wir haben wieder das Auto. Das fahren wir jetzt noch zurück in die Werkstatt. Aber sehr, sehr geil. Wir haben den Grand gewonnen. Das Auto zurück, das Preisgeld gewonnen. Ja, jetzt einen Unfall gebaut. Aber es hat funktioniert. Es war ein harter Kampf. Ganz klar, gerade das letzte Rennen war sehr, sehr schwer. Aber am Ende zählt der Gewinn. Jetzt machen wir den mal in die Werkstatt und dann bin ich gespannt, was mal auf uns zukommt. Aber ich glaube, dann haben wir das Spiel durchgespielt. Servus, mein Lamborghini. Dann sollten wir normalerweise mit dem Spiel durch sein, weil der Grand ist ja eigentlich das letzte Ding, wo du schaffen musst. Darauf tust du ja eigentlich vier Wochen waren das jetzt. Oder waren das halt im Spiel. Ich glaube, wir haben jetzt mehr Wochen gehabt. Aber im Spiel waren das, glaube ich, 4 Wochen, wo du jetzt darauf hingearbeitet hast. Oder 3 Wochen und in der 4. Woche hattest du jetzt den Grand. Aber das kriegen wir schon hin. Der Wagen ist nämlich eigentlich auch ganz geil. Der bricht zwar schnell aus, aber so vom Fahren her gar nicht schlecht. Würde der jetzt so ganz arg ausbrechen, ja, so wie das jetzt, sondern würdest du den jetzt eher auf Straße machen, sodass er mehr Grip hat, gar kein schlechtes Auto. Gar kein schlechtes Auto, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt sind wir sogar schon pur am Ziel. Perfekt. Mal, wer da ist. Sie klingt umwerfend. Und riecht auch richtig gut. Rydell, der Kompressor ist hin. Der Kerl wollte ihn selbst reparieren. Und ich hab's ihm noch gesagt.
Das muss alles wieder rückgängig gemacht werden. Er hätte auf dich hören sollen. Was für eine Scheiße. Wie läuft's in den Heights? Völlig überbewertet. Hast du denn schon an den Turbo gedacht? Seit wann hältst du dich denn an irgendwelche Anleitungen? Naja, dachte, ich fange jetzt damit an. Das klingt doch gut. Lakeshore, nimm dich in Acht.